dann musst du nicht mehr diese Sklavenschaft an diese Produkte antreten und sagen, ja, immer wenn ich das kaufe, wenn ich das konsumiere, dann habe ich mir eine Garantie, dass es mir die nächste viertelhalbe Stunde besser geht. Und wenn ich das aber nicht kann, weil ich vielleicht auch finanziell das gerade nicht ermeckern kann, dann bin ich dazu verdammt, mich scheiße zu fühlen. Spannend ist ja meistens gar nicht, was wir machen, sondern warum wir was machen. Und vielleicht erlebst du es auch so, dass es gerade ein tierischer Hype ist, diese Energizer zu trinken. Also egal von welcher Firma das kommt, ob aus Amerika oder aus Österreich, die Dosen werden irgendwie in Hülle und Fülle gekauft. Und dann stellt sich mal die Frage, warum machen Menschen das? Also was ist die tiefe Absicht? Und gerade wenn ich körperlich mit den Menschen arbeite, ist zu erkennen, dass viele von denen inhibierte Zustände haben. Wenn du schon ein paar Videos geguckt hast, weißt du, dass wir immer von drei Muskelzuständen sprechen können. Und das einer, nämlich die goldene Mitte, das ist so dein normofazilitierter Zustand, also der, wo dein Muskel normal gut arbeitet. Also da kannst du 100% Leistung abrufen, da hast du in der Regel keine Schmerzen, wenn du so verortet bist, da hast du kein Risiko, wieder einen Bandscheibenvorfall zu ziehen, du hast nicht das Risiko, dass du eine Arthrose bekommst, also bist rundum fit, also so wie Natur dich gemacht hat. Dann gibt es noch so einen Stresszustand, den nennt man hyperfazilitiert, also wenn du praktisch auf Kampf- oder Fluchtreaktion bist, dann ist es auch toll, da kannst du vielleicht Mühe mehr Leistung abrufen, aber ein riesengroßer Effekt ist, dass diese 100% oder 110% Leistung, die du möglicherweise abrufen kannst in dem Moment, die kann durch nichts gebrochen werden. Also egal, ob dir dort jemand in den Bauch knallt, ob dich dort jemand beißt, ob dich dort irgendein anderer Stress noch tangiert, du bleibst immer bei diesem 110% Level. Und damit ist das gut für eine Kampffluchtreaktion, weil nehmen wir an, das Gnu rennt vom Löwen weg, der Löwe knabbert dort schon am Po rum, dann kippt das nicht in so eine Erschöpfungsphase rein, sondern kann trotz dieser Schmerzen, trotz dieser Pein, die es da gibt, immer noch volle Leistung abrufen. Und dann haben wir natürlich noch einen abgeschalteten Zustand, indem wir nur noch 20%, 30%, 40% Restkraft abrufen können. Und das Riesenproblem ist, dass wir Menschen das selten merken. Ich habe auch bei diesem Kurs jetzt wieder reingefragt, den ich gerade hier geben darf im Kloster. Ich bin jetzt gerade hier in Neustift in Südtirol. Da habe ich gefragt, wer von euch fühlt sich fit? Also glaubt, dass er 100% normofazilitierten Zustand abrufen kann? Und wer ist eher inhibiert? Und da kam 100%, ich bin fit. Das Spannende war, als wir dann in die Testung, in den Kurs eingestiegen sind, hat sich gezeigt, dass 100% inhibiert, also abgeschaltet waren. Ne? Also vom englischen inhibite, also wird runtergefahren und nur noch ihre 20%, 30% Restkraft hatten. Diese Personen haben das aber nicht gespürt. Das war das Faszinierende. Also dadurch, dass wir in unserem normalen Alltag nie Maximalkraft abrufen müssen, weil wir müssen nicht vor dem Tiger oder vom Löwen fliehen, wir müssen auch unser Essen nicht selber fangen, also wir können eigentlich immer mit relativ wenig Kraftniveau so durch unseren Alltag schlendern, dann kriegen wir nie eine wirkliche Benchmark, was wir gerade leisten können, was nicht. Wir spüren aber aus einem tiefen inneren Gefühl, irgendwie müsste da mehr gehen. Das könnte doch vielleicht noch fitter sein als jetzt. Und gerade bei vielen jungen Menschen scheint dieses Gefühl schon irgendwie vorhanden zu sein, da müsste mehr gehen, weil es ist ja das Bedürfnis da, mit so einem Energizer, nehme ich dann, sich wieder künstlich auf dieses hohe Level zu holen. Und dieses hohe Level wird nicht als was Normales gesehen, von als, das könnte ich oder sollte ich eigentlich immer haben, sondern ich brauche jetzt diesen Energizer dazu, um mir diese Fitness, diese Frische, diese Wachheit, diese Ausgeruhtheit, diese Vitalität irgendwie verinnerlichen zu können. Und das ist aber die große Lüge dran. In Wirklichkeit müsstest du immer so fit sein. Und dieses Getränk ist nur eine Krücke, was dir dazu verhilft, kurzfristig in diese Vitalität zu kommen. Und ich erlebe das gerade bei einem jungen Partner von einer Bekannten, der regelmäßig trainieren geht und sagt, immer wenn ich auch zum Training gehe, trinke ich so einen Energizer, weil da fühle ich mich einfach noch fit und kann mich gut auspowern. Und jetzt kommt folgende Krux zum Tragen. Wenn du inhibiert bist, also in diesem 20-30% Restfunktion reingerutscht bist, und das ist eigentlich ein gutes Zeichen von der Natur, weil die sagt dir, zieh dich ins Unterholz, drück dich irgendwie ins Gebüsch aber oder auf den Baum in die Höhle, aber bring dich in Sicherheit, weil du bist gerade nicht richtig fit, du musst gerade regenerieren, was auch immer da in dir gerade nicht stimmt. Und dieses Gefühl, was eigentlich dämpfend eine schützende Wirkung für dich haben soll,
kannst du jetzt mit diesem Energizer Blatt machen. Du kippst ja also dieses Getränk rein, schön mit Koffein und Co. und gaukelst deinem Körper eigentlich eine Stresssituation vor. Und das holt dich künstlich aus dieser Inhibierung raus und aus 20-30% Restkraft werden auf einmal wieder 100% Normkraft, vielleicht sogar mal eine kurze Zeit ein Müh mehr. Weil deine Nebennieren schön pushen, deine Schilddrüse schön auf Aktivität geht und schon merkst du, wow, ich habe irgendwie mehr Power. Und die große Lüge aber an der Geschichte ist, dass du zunehmend glaubst, dass dein Normzustand eher dieses Platte ist und dass du immer extern so eine Droge brauchst, um dich in diesen Normalzustand zurückzubringen. Und deswegen jetzt die Frage an dich, wenn du das an dir wahrnimmst, dass du solche Mittel verwendest, um dich fitter zu fühlen, bist du dir überhaupt noch bewusst, dass eigentlich dein Normalzustand, diese gesunde Natur, diese 100% sind, wo du dich fit fühlst und vital und einfach richtig gut drauf bist, gute Laune hast und sagst, wow, ich bin auch leistungsfähig, ich kann ins Fitnessstudio gehen, ich kann trainieren. Weil wenn du dir das mal klar machst, kannst du vielleicht eine andere Strategie wählen. Dann musst du nicht mehr diese Sklavenschaft an diese Produkte antreten und sagen, ja, immer wenn ich das kaufe, wenn ich das konsumiere, dann habe ich mir eine Garantie, dass es mir die nächste viertelhalbe Stunde besser geht. Und wenn ich das aber nicht kann, weil ich vielleicht auch finanziell das gerade nicht anmerken kann, dann bin ich dazu verdammt, mich scheiße zu fühlen. Und daraus vielleicht für dich noch einen anderen Schluss ziehen zu können. Und das musst du ja nicht machen. Das ist nur eine Idee. Ja? Dir vielleicht eine völlig neue Perspektive zu öffnen. Erstmal mit dem Wissen, eigentlich ist mein normaler Zustand der, den ich habe, wenn ich mir dieses Getränk zugezogen habe. Wenn du Kaffeetrinker bist, übrigens genau dasselbe. Kaffee hat genau denselben Effekt, dass er dich künstlich wieder auf dein Normniveau zurückbringt. Also du hast eigentlich dieses vierte Niveau. Wenn du allerdings müde wirst, docken bestimmte Rezeptoren an deinen, oder bestimmte Botenstoffe an deinen Rezeptoren an und die lassen dich müde fühlen. Was macht Koffein? Das blockt sich da drüber und blockiert dir sozusagen diese Rezeptoren und damit können diese Botenstoffe, die müde machen, nicht mehr andocken. Was macht aber dein Körper? Der ist clever und sagt, okay, wenn die 5 Rezeptoren nicht mehr da sind, wo ich mit diesen Müdigkeitsfaktoren andocken kann, dann schaffe ich einfach neue. Und dann brauchst du immer schon den Kaffee oder das Getränk, um diese 5 vorhandenen zu blockieren, damit dann die 9 sich nicht ganz so brutal auswirken, dass du auf einmal 10-fach gehemmt bist. Und wenn du jetzt die 10 eine Weichen hast, dann wirst du natürlich auch wieder mit diesem Koffein, was du dann natürlich mehr konsumieren musst, auch diese 10 Rezeptoren blocken und dein Körper wird 15 entwickeln. Das ist jetzt nur eine Hausnummer zum Verstehen. Und so wird dein Körper also systematisch aufrüsten und immer wieder eine Situation herstellen, wo er dich auch mal ins Unterholz schicken kann, wo er dir zeigt, hier ist es gerade Zeit für Höhle, für Erholung, für echte Genesung, für Heilung aus dir innen heraus. Und du kannst es natürlich mit diesen Drogen immer weiter steigern und damit diesen Teufelskreis immer weiter vorantreiben, mit dem Preis, dass du immer abhängiger wirst. Einerseits natürlich finanziell abhängiger, weil du musst das ganze Zeug irgendwie kaufen. Andererseits natürlich wirklich von diesem Mittel an sich abhängiger. Und psychologisch natürlich auch, weil das, boah, heute habe ich das Getränk nicht zur Verfügung, das wird jetzt ein Scheißtag. Und von daher die Einladung für dich mal zu gucken, wie könnte denn mein Leben aussehen, was gibt es vielleicht noch für Möglichkeiten? Vielleicht fällt dir auch jemand ein, den du einfach kontaktieren kannst, wo du mal checkst, Mensch, das ist eine kompetente Ansprechgröße. Mit dem kann ich die Idee entwickeln, was gäbe es für eine Alternative dazu, dass ich mich künstlich immer pushen muss. Und das wäre mir wirklich eine Herzensangelegenheit, wenn du zumindest diesen Gedanken im Kopf hast, dass du, so wie du jetzt bist, total in Ordnung bist und dass in dir das Potenzial schlummert, dass du ohne diese ganzen Zusatzstoffe ein mega fittes, schönes, vitales, gesundes Leben haben kannst. Und dass es eine Perspektive für dein Leben gibt, dass du dich einfach so frisch und vital fühlst, ohne diese ganzen Abhängigkeiten nutzen zu müssen. Und wenn du es dann mal aus einer Freude heraus machst, weil du sagst, mir schmeckt das Zeug wirklich richtig gut, ich trinke dann halt in größeren Abständen immer mal so eine Dose, einfach des Geschmacks wegen, dann ist das ja völlig legitim, weil das hat kein Suchtpotenzial mehr. Aber vielleicht gibst du oder kannst du zustimmen, wenn du sagst, wenn da so ein Brauchen dahinter ist, ich muss das jetzt haben, damit ich mich so und so fühle, das ist irgendwie doof. Und zumal, wenn es immer mehr wird, du immer öfters das Bedürfnis hast, dich irgendwie fit pushen zu müssen über solche Getränke, dass es irgendwie nicht das Rätsels Lösung sein kann. Und gerade wenn du es auch aus der Warte siehst, dass dein Kind vielleicht gerade so ein
Rauschmittelabusus hat. Der erstmal selber bewusst zu machen als Elternteil, okay, das ist tatsächlich, warum macht mein Kind das jetzt? Auch wenn das gerade alle machen, gefühlt. Was ist die Motivation meines Kindes, da mal in Dialog zu gehen, ins Gespräch? Und dann vor allem auch die Chancen aufzuzeigen, wie sähe denn das anders aus? Und in dem Moment, wo ich erstmal die Idee habe, dass es da andere Lösungen gibt, dann kommen mir auch andere Möglichkeiten in mein Leben, wo ich merke, Mensch, da könnte ich mal gucken. Eigentlich nutzt du es gerade nicht, weil du es geschmacklich toll findest, sondern du benutzt dieses Ding gerade, um dich fitter zu fühlen. Was könnten wir denn jetzt wirklich für eine Alternative nutzen, die auf Dauer gesehen vor allem auch viel kostengünstiger ist? Also die Getränke sind ja auch nicht billig. Also wenn du da schon mal rechnest, was du monatlich einsetzen musst, um dich fit zu fühlen, wenn du den Betrag mal für einen Therapeuten einsetzt oder für ein Coaching, was dich wirklich weiterhilft und dauerhaft dazu beiträgt, dass du dich fit fühlst. Also mein Empfinden ist, es ist ein cooler Deal. Das war eine Folge aus dem Podcast für eine moderne und integrale Gesundheit. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, um zukünftig alle wichtigen Beiträge für deine Gesundheit zu erhalten. Danke, es ist schön, dass du dabei bist.